Advent, Advent, das erste Kerzlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür. Kennst du dieses Adventssprüchlein auch? Was Advent ist und was die Adventszeit mit Weihnachten zu tun hat, erkläre ich dir gleich in diesem Video. Wusstest du, dass die Adventszeit jedes Jahr unterschiedlich lang ist? Sie beginnt mit dem ersten Advent, der erste Sonntag nach dem 26. November. Und damit beginnt das neue Kirchenjahr und der Weihnachtsfestkreis. In der Adventszeit stimmen wir uns auf Weihnachten ein. Während der Adventszeit gibt es Weihnachtssingen, Kerzenziehen, Weihnachtsmärkte, verschiedene Gottesdienste und vieles mehr, um sich auf Weihnachten vorzubereiten. In dieser Adventszeit gibt es einige Festtage, wie zum Beispiel der 6. Dezember, der Samichlaustag, der Tag des heiligen Nikolauses. Vielerorts wird der mit Weihnachten zusammengelegt, obwohl das Weihnachtsfest eigentlich gar nichts mit dem heiligen Nikolaus zu tun hat. Mehr über die Geschichte des heiligen Nikolaus erfährst du hier. Der Begriff Advent kommt aus dem lateinischen Adventus, was Ankunft bedeutet. Die Ankunft von Jesus Christus, dem Christkind, dem Sohn Gottes. In armen Verhältnissen wurde er in einem Stall geboren und in eine Krippe gebettet. Diese Geburt Christi wird an Heiligabend gefeiert. Ein freudiges Ereignis, welches Groß und Klein gerne feiert. Früh entstand der Wunsch, die Tage zu diesem bedeutsamen Fest zu zählen. Früher wurde dies mit einfachen Mitteln gemacht. Beispielsweise wurden die Tage bis Weihnachten mit Kreide an die Wand gestrichelt. Und jeden Tag wurde je ein Strich weggradiert, bis Weihnachten vor der Tür stand. Im Jahre 1838 hatte Johann Heinrich Wichern die Idee, an jedem Tag bis Weihnachten eine Kerze in einen Kranz zu stecken, bis er eine Lichterkrone mit 24 Kerzen hatte. Der erste Adventskranz. Anfang 20. Jahrhundert brachte Gerhard Lang erstmals einen gedruckten Adventskalender heraus. Ein Bastelbogen, bei dem man die passenden Bildchen ausschneiden und am richtigen Tag aufkleben musste. Damals wurde der Kalender noch Weihnachtskalender genannt. Bis heute sind der Adventskalender und der Adventskranz traditioneller Brauch in der Vorweihnachtszeit. Heutzutage hat der Adventskranz nur noch 4 Kerzen. An jedem Adventssonntag wird eine davon angezündet. Aber warum denn jetzt 4 Kerzen? Papst Gregor der Große, Ende 6. Jahrhundert, legte die Anzahl der Adventssonntage auf 4 fest. Früher begann nämlich die Adventszeit bereits am 11. November. Genau wie beim Osterfest nahm man das 40-tägige Fasten von Jesus in der Wüste als Vorbild. So hat man die vorweihnachtliche Zeit mit Fasten und Bußetun verbracht. Wohl das absolute Gegenteil, wie wir heute die Weihnachtszeit verbringen. Viele denken bei Weihnachten nur an den Stress, die übertriebenen Dekorationen, das überschüssige Essen und die niemals endenden Geschenke. Ist dir diese Hektik, dieses Herumrennen, dieser Kommerz der heutigen Zeit auch manchmal etwas zu viel? Dann lass uns wieder die ursprüngliche Bedeutung von Weihnachten ins Herz rufen. Unser Gott, der unter bescheidenen Verhältnissen zu uns auf die Erde kam, der uns wahren Frieden, wahre Freude und innere Ruhe bringt. Über seine Geburt können wir uns freuen und diese in Dankbarkeit und Beisammensein feiern. Und wie verbringst du dieses Jahr die Adventszeit und worauf freust du dich am meisten? Schreib uns deine Antwort in die Kommentarspalte. Hat dir dieses Video gefallen? Dann lass uns gerne ein Like da und teile es mit den Leuten, die vielleicht jetzt schon im Weihnachtsstress sind. Abonniere unseren Kanal und wir sehen uns nächstes Mal. Vielleicht beantworte ich da ja eine deiner brennenden Fragen. Schreib sie mir gerne in die Kommentarspalte. Frohe Weihnachten!